Mein Mann kocht wirklich sehr gerne und bringt mir immer neue spannende Ideen, die ich dann ein bisschen verfeinere. Dieses Rezept heute, also Penne in Maroni-Soße, habe ich dementsprechend verfeinert, dass es ein bisschen figurfreundlicher ist und ein bisschen abgerundeter vom Geschmack. Es ist wirklich ein sehr leckeres Rezept, was man sich schnell mal machen kann. Es ist gar nicht aufwendig und ich bin mir sicher, mögt ihr Maroni und Pasta, dann ist es genau das richtige Rezept für euch. Viel Freude beim Videoschauen! Das sind die Hauptzutaten, die wir benötigen. 500 Gramm Penne. Ich verwende eine Dinkelpenne. Ihr müsst unbedingt auf die Kochzeit achten, denn die Penne werden jetzt als erstes schon mal in reichlich Wasser gegart und gekocht, bis sie weich sind. Bei mir sind das so zwischen 7 bis 9 Minuten. Für unsere Maroni-Soße benötigen wir eine Zwiebel, klein geschnitten. Ich verwende eine recht kleine weiße Zwiebel. Und wie ihr hier oben sehen könnt, etwas Knoblauch, aber nicht so viel, damit einfach die Maroni nicht zu dominiert werden vom Knoblauch. Außerdem 100 ml Gemüsebrühe oder Wasser mit etwas Gemüsebrühpulver oder Gemüsebrühpaste. Dann 80 bis 100 Gramm vorgegarte Maroni, die kann man kaufen oder selber zu Hause garen. Und ihr könnt hier noch eine Zutat hier hinten sehen. Das sind 250 ml Hafersahne. Ihr könnt auch eine andere Sahne verwenden. Ich finde aber, Hafersahne passt hier am besten rein und macht später eine schöne cremige, sämige Soße. Die Pasta kocht ganz von alleine. Da müssen wir nicht viel tun, außer sie in heißes Wasser geben, kochen und dann abgießen. Auf den Herd könnt ihr eine Pfanne oder einen Kochtopf für die Soße aufstellen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach zum Herd über und ich zeige euch, wie wir die Maroni-Soße kochen. Ich verwende eine Pfanne, da ich später die fertig gekochten Penne in die Soße gebe und dort besser verrühren kann, als wenn ich sie in einen Topf gebe. Stellt nun die Herdplatte an, wo eure Pfanne oder euer Topf sich drauf befindet, höchste Stufe, und gebt 1 bis 2 Esslöffel neutrales Öl in die Pfanne oder in den Topf. Knoblauch und Zwiebel kommen schon mal hinzu, denn diese möchten wir glasig dünsten. Das geht wirklich ganz schnell, wenn die Pfanne richtig heiß ist, dauert es nur 1 bis 2 Minuten. Und wenn dann unsere Zwiebel und unser Knoblauch schön glasig angedünstet sind, können die Maroni hinzu. Diese sind natürlich nicht nur vorgekocht, sondern auch geschält, das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Unbedingt keine Schale mehr dran haben, sonst schmeckt das Essen nicht so gut und wird ziemlich hart zu kauen. So sollte es ungefähr aussehen und dann können die Maroni hinzu. Diese könnt ihr entweder ganz lassen oder, wenn ihr möchtet, ganz leicht zerdrücken. Die Maroni nur kurz anschwitzen, sonst verbrennt euch noch Knoblauch und Zwiebel, und ablöschen mit der Hafersahne und mit der Gemüsebrühe. Salz und Pfeffer dürfen nicht fehlen. Erstmal nur ein bisschen. Nach Geschmack, und denkt dran, die Gemüsebrühe ist recht salzig oder im meisten Fall ist sie salzig. Deswegen lieber ein bisschen weniger Salz nehmen und nachher nochmal abschmecken und nachwürzen. Auch könnt ihr jetzt noch Kräuter einarbeiten. Ich arbeite keine Kräuter ein, denn ich mag es, wenn die Maroni-Soße nicht so kräuterlastig ist. Gebe aber später ein bisschen Petersilie drauf, das reicht mir aus an Kräutern. Und ihr könnt natürlich jetzt auch Chiliflocken reingeben, etwas geräuchertes Paprikapulver nach eurer Wahl. Muskat passt sehr gut rein. Das alles lasse ich aus dem Grund weg, da ich einfach die Soße so mag, wie sie ist und sie meiner Meinung nach nicht viel an Gewürzen benötigt. Rührt ab und zu um und lasst das Ganze aufkochen. Ich nutze gleich die Zeit, während das Ganze aufkocht, und drücke noch ein paar Maroni platt. Das geht natürlich, wo sie jetzt umgeben von Flüssigkeit sind und sich langsam aufsaugen, natürlich noch viel besser. Das Gute ist, sie geben wirklich schönen Geschmack an die Soße. So braucht ihr gar nicht so viel Soße und ihr habt ein tolles Geschmackserlebnis. Aber keine Sorge, wir werden, wenn die Soße ein bisschen einreduziert ist, sie eh nochmal abschmecken und dann pürieren. Wie ihr sehen könnt, es beginnt kräftig zu kochen. Ich kann gleich meinen Herd ein bisschen von der Stufe regulieren und reduzieren. Und dann das Ganze ca. 8 bis 12 Minuten schwach einköcheln lassen. Immer mal umrühren und schauen, dass nichts anbrennt. Und natürlich auch eure Pasta oder eure Penne im Blick behalten. Meine müssen gleich schon abgegossen werden.
Das Einreduzieren ist nur wichtig, dass wir ein bisschen Flüssigkeit rauskochen und später eine dickere Soße erhalten. Wenn wir es jetzt so pürieren würden, hätten wir eine sehr flüssige Soße und natürlich auch noch nicht ganz so viel Geschmack. Denn Einreduzieren bringt auch immer schön Geschmack hervor. Je länger etwas einreduziert und je sanfter, desto mehr Geschmack haben wir dann in der Soße. Nach ungefähr 10 Minuten sollte das Ganze so aussehen. Ihr könnt vielleicht sehen, dass die Maroni wirklich sehr, sehr fein sind. Auch die Zwiebeln sind fast verkocht. Und die Soße ist viel sämiger schon. Das Ganze wird einmal püriert, damit wir eine schöne gleichmäßige Masse haben, ohne Stückchen. Ihr könnt natürlich auch Stückchen drin lassen. Ich finde es aber schöner, wenn es püriert wird. Auch könnt ihr schon mal den Herd ausstellen. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Wer es nun noch feiner mag, kann das Ganze natürlich auch durch ein Sieb streichen. Ich finde allerdings, so passt es perfekt. Wir haben keine großen Stückchen mehr drin. Zwiebeln sind gar nicht mehr sichtbar für Leute, die vielleicht Zwiebelstücke nicht so gerne im Essen haben. Und wir haben einfach nur noch ein bisschen wenig Maroni-Reste. Was allerdings normal ist, denn wenn wir die gar nicht haben möchten, müssen wir das Ganze natürlich durch ein Sieb streichen, durch ein Tuch geben. Aber dann verlieren wir auch Geschmack. Ihr könnt jetzt gleich die Soße nochmal abschmecken. Und wenn ihr sie dicker haben möchtet, weil eure vielleicht zu flüssig ist, aber gebt vielleicht erstmal die Pasta hinzu, denn die Pasta saugt auch einiges an, könnt ihr die Soße andicken, entweder mit Stärke, Speisestärke oder mit etwas Mehl und Wasser verrührt. Ich gebe jetzt die gekochte Penne hinzu, rühre nochmal um und dann kann ich servieren. Auf geht's ans Servieren. Serviert könnt ihr dieses Gericht mit Petersilie, kleingeschnittenen gehackten Maroni oder auch natürlich etwas Käse. Mir schmeckt es am besten warm, aber auch kalt, finde ich, schmeckt es sehr gut. Ihr könnt es euch mit in die Arbeit nehmen oder auch noch am nächsten Tag ein paar Reste essen, wenn Reste übrig bleiben. Nun wünsche ich euch viel Freude beim Nachkochen, ein gutes Geschmackserlebnis und bis zum nächsten Video. Tschüss!